meine Botschaft ist Jesus Christus. Wenn sowas einer sagt auf neugierige Journalistenfragen, dann wären wir sehr hellhörig hier in Köln. Wenn jemand, bevor er ganz offiziell in sein Amt eingeführt wird und alle Prominenz sitzt schon im Dom und wartet, vorher noch mit Obdachlosen frühstückt, dann ist das auch sehr ungewöhnlich und macht uns neugierig. Sie alle, die Sie neugierig hier sind, darf ich ganz recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie hier im Domforum da sind. Ich freue mich aber auch, dass die Veranstalter, das ist das Bildungswerk der Erzdiözese Köln, das Bildungswerk der Stadt Köln und das Domforum, dass die gesagt haben, wir wollen heute unseren neuen Chef ein bisschen näher kennenlernen. Und insofern bin ich auch froh, dass Sie für die Moderation hier im Haus geblieben sind, unser Domradio gefragt haben. Mein Name ist Ingo Brüngjung, ich arbeite beim Domradio und darf jetzt gleich die Fragen stellen. Der Mann, um den es aber geht, weshalb Sie alle hier sind, der hat eine anstrengende Woche hinter sich. Noch am Freitag, also vor einer Woche, war er noch amtierender Erzbischof von Berlin. Der Heilige Vater hatte ihn schon ernannt zum Erzbischof von Köln. Das Domkapitel hat ihn mit überwältigender Mehrheit, wie der Dompropst das ausgedrückt hat, gewählt. Er ist dann hier, es gab lange Schlangen vor dem Dom, mit einem feierlichen Gottesdienst eingeführt worden. Die Kölner haben ihn bereitwillig aufgenommen und ich glaube nicht nur wegen dem Kölsch, was anschließend auf dem Roncalliplatz serviert wurde. Und dann hat er aus Anstand den Sonntag, wie sich das gehört, einen Besuch in der Landeshauptstadt Düsseldorf gemacht. Das gehört sich ja so. Und dann musste er quasi fast noch von den gepackten Koffern direkt weiter zur Bischofskonferenz nach Fulda. Gestern Abend ist er zurückgekehrt. Heute ist er schon hier bei uns im Domforum. Einen herzlichen Applaus für den Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Wölki. Wir fangen mal ganz praktisch an. Sind die Koffer und Kisten schon alle ausgepackt? Nein. Also da steht noch jede Menge bei mir im Flur, im Arbeitszimmer und auch noch im Wohnzimmer. Schlafzimmer geht so einigermaßen, aber ansonsten ist noch vieles da, was da einfach rumsteht. Heute ist die Küche gekommen, aber die haben gleich eine Elektroleitung angebohrt. Und da geht auch nichts weiter. Also da müssen wir erstmal nächste Woche abwarten. Also wir stellen fest, er zieht um, so wie jeder andere von uns auch und hat dann auch die gleichen Probleme. Sie waren jetzt, und da möchte ich ein bisschen inhaltlich aktuell zwei Themen mit Ihnen behandeln, die auch auf der Bischofskonferenz waren. Es wurden ja mehrere Themen behandelt. Ein Thema, was Ihnen, das haben Sie schon deutlich gemacht, ganz besonders am Herzen liegt, ist das Thema der Flüchtlinge. Wurde das in Fulda auch nochmal besprochen? Ja, wir haben darüber nochmal gesprochen. Wir hatten ja einen Bischof von Mossul da, vom Irak, und das war wirklich erschreckend, was er zu berichten wusste, wie die Situation insbesondere der Christen dort ist und wie die Verfolgungssituation durch die Terroristen, die den sogenannten Islamischen Staat, IS, dort bilden, de facto aufscheint. Wir wollen als Bischofskonferenz nicht nur darauf aufmerksam machen. Wir haben aus den verschiedenen Diözesen berichtet, wie viele unterschiedliche Projekte es doch gibt, um diese Menschen aufzunehmen, um diese Menschen zu begleiten, um sie willkommen zu heißen. Wir möchten als Bischofskonferenz jetzt auch einladen und aufrufen zu einer Sonderkollekte. Und wir haben auch heute als Erzbistum Köln eine ganz ansehnliche Summe zur Verfügung gestellt für einen Fonds, den wir hier auflegen wollen, um diesen Menschen zu helfen. Wir sind ja lange noch nicht am Ende. Das wird in den nächsten Monaten noch sehr viel größere Dimensionen annehmen. Menschen, die aus Syrien, aus dem Libanon, aus dem Irak zu uns kommen werden. Wir können nur zusammen mit den politisch Verantwortlichen versuchen, alles zu tun, um diese Menschen hier wirklich willkommen zu heißen. Es wird jedenfalls eine ziemlich schwierige Situation und eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft werden.
Sie haben das ja deutlich gemacht, schon bevor Sie ins Amt eingeführt wurden, dass Sie gesagt haben, wenn ich bei der Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen sein werde, es gibt ja immer einen Treueeid, den Sie dort abgelegt haben, noch bevor Sie eingeführt waren, dann werde ich das Thema ansprechen. Sie haben es ganz offen angesprochen. Wie ist denn die Resonanz aus der Politik? Na, die war eigentlich recht positiv. Wir haben vereinbart, dass wir zusammenarbeiten wollen, dass wir uns zusammensetzen wollen, um Wege, dankbare Wege auszuloten. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass die Bundespolitik oftmals Zusagen macht, das dann aber im Grunde genommen herunterdekliniert und dann auf die Landesebene und insbesondere auf die kommunale Ebene herunterbricht und dann aber oftmals nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt, also finanzieller Art zur Verfügung stellt, dass dann tatsächlich die Kommunen, die nicht selten unter einem Haushaltsvorbehalt stehen, dann mit diesen Unterbringungsfragen und so weiter alleingelassen werden. Und es muss natürlich auch dann eingelöst werden, wenn die Bundespolitik sagt, ja, wir wollen, dass auch Familienzusammenführung und so weiter möglich ist, dass dann diejenigen, die ihre Familie dann noch im Libanon oder sonst wo haben, dass diese Menschen dann auch nachkommen können. Das ist so das eine. Und das andere wird sicherlich auch sein, dass wir insgesamt helfen müssen, dass politische Fragen dort gelöst werden. Also es ist ja jetzt nicht nur das Furchtbare, was dort im Irak und in diesen eben benannten Ländern geschieht, wo ja eigentlich ein Genozid sich ereignet, sondern auch die soziale Situation, wie sie sich insbesondere in Afrika darstellt, das ist ja auch für uns hier in Europa eine riesige Herausforderung, die in den nächsten Jahren für meine Begriffe zunehmen wird. Horst Köhler, der Altbundespräsident, hat seit vielen Jahren darauf hingewiesen, dass Europa an dieser Frage gemessen wird. Und das Mittelmeer ist gegenwärtig so etwas wie eine Grenze. Und dass da mehrere hundert Menschen bereits ertrunken sind, das ist eigentlich kein Zustand. Also es muss darum gehen, dass soziale Gerechtigkeit, dass Teilhabe, dass Bildung, dass eine wirtschaftliche Gerechtigkeit weltwirtschaftlich auch entsprechend hergestellt werden, dass diese Menschen in ihren Heimatländern bleiben können. Keiner verlässt gerne seine Heimat, keiner geht gerne weg von zu Hause. Man geht immer dann nur dort weg. In der Regel sagen es sie so, wenn wir für unsere Kinder eine bessere Zukunft haben wollen. Also müssen wir das eine tun, den Menschen jetzt zunächst einmal helfen, aber das andere ebenfalls tun, Bedingungen ermöglichen, dass dort Menschen in Frieden und Gerechtigkeit leben können. Sie haben das ganz zu Beginn Ihrer Amtszeit deutlich gemacht, wie wichtig Ihnen das ist. Der Heilige Vater, Papst Franziskus, hat ja auch durch seinen Besuch in Lampedusa sehr deutlich gemacht, dass wir da nicht wegschauen können als Christen. Was können Sie machen neben der Motivation der Leute? Was erwarten Sie vielleicht von vielen, die jetzt hier in Köln sind, die uns zuschauen, die uns zuhören? Wie können die sich engagieren, um Sie auch bei diesem Anliegen zu unterstützen? Also zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig, dass wir eine Willkommenskultur schaffen, dass diese Menschen, die ihr Leben einsetzen und nicht selten auch ihr ganzes Hab und Gut einsetzen, um sie überhaupt auf diesen Weg zu machen, dass sie jetzt hier nicht gleich wieder, also dass sie nicht erstmal erleben, wir sind eigentlich hier gar nicht willkommen. Also insofern, das wäre wichtig. Zweitens, dort, wo Flüchtlinge sind vor Ort, dass wir uns in unseren Pfarrgemeinden dort engagieren, dass wir dorthin gehen, dass wir helfen, dass wir Behördengänge machen, dass wir helfen mit Blick auf Ausfüllen von Anträgen, Sprachkursen, Behördengänge begleiten. Also einfach sind es ganz, oder sind es oftmals diese ganz, ganz einfachen Dinge, und dass wir uns auch deutlich bemerkbar machen, wenn es andere Gruppen gibt, die sich mit welchen Parolen auch immer, das Boot ist voll oder anderen rechten Parolen, sich politisch Gehör zu schaffen versuchen auf Kosten dieser Menschen, dass wir da als Christen aufstehen und sagen, da machen wir nicht mit. Das Alte Testament, das Neue Testament ist eigentlich voll von einer großen Liebe, oder wie soll ich das sagen, gerade zu Menschen, die auf der Flucht sind. Israel selber hat sich so erlebt, wenn sie an
den Auszug aus Ägypten denken, an die Situation in Ägypten, an den Durchzug durchs Rote Meer, die 40 Jahre durch die Wüste hindurch. Es sind ganz klar schon zu dieser frühen Zeit des Alten Testamentes immer wieder die Ermahnungen, die Aufforderungen, dass auch Israel aufgrund des eigenen Schicksals Flüchtlinge aufnehmen soll und mit diesen Menschen so umgehen soll, wie mit denen, die auch zum eigenen Volk gehören. Und wenn wir dann daran denken, dass zu den ersten Erfahrungen des Herrn auch das Schicksal gehört, selber Flüchtling zu sein, also dass er im Grunde genommen von Bethlehem aufgebrochen ist mit seinen Eltern, mit Maria und Josef nach Ägypten hin, auf der Flucht vor Herodes und all dem, was da kommt, dann sind das Dinge, die unserem Glauben tief eingestiftet sind und wo wir, glaube ich, als Christen auch in einer Bringschuld stehen. Klare Worte des Erzbischofs von Köln, wir Christen sind in einer Bringschuld. Dankeschön dafür. Ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, wir haben den Flüchtling aus Berlin hier aufgenommen, aber das wäre dem Thema eigentlich nicht gerecht. Deshalb möchte ich eigentlich noch eine zweite Sache anbringen, die auch heftig diskutiert wurde nochmal, obwohl sie gar nicht so groß auf der Tagesordnung stand bei den Bischöfen. Wir wissen, in 14 Tagen beginnt die Synode in Rom, wo der Heilige Vater dazu eingeladen hat. Das Thema Ehe und Familie steht oben auf der Tagesordnung. Kardinal Marx hat gesagt, innerhalb der Bischofskonferenz gibt es eine breite Mehrheit, die sich im Sinne von Kardinal Kaspar orientiert. Und da will er da entsprechend diese Position noch einbringen. Wie haben Sie die Diskussion in Fulda erlebt? Also das war jetzt zunächst erstmal gar nicht so das große Thema, sondern wir haben uns geeinigt darauf, dass wir in Zukunft schauen müssen, wie wir als Bischofskonferenz und dann auch in unseren Diözesen das Thema Ehe und Familie insgesamt stärken können und wie wir das auch in unserer Pastoral präferieren und neu aufstellen können. Dazu werden wir als Bischofskonferenz versuchen, ein Wort der deutschen Bischöfe zu erarbeiten, wo wir noch einmal Stellung nehmen wollen, wie wichtig uns Ehe und Familie sind, welchen Stellenwert sie auch für unsere Gesellschaft hat. Und wir wollen versuchen, dieses Wort auch breit aufgestellt zu erstellen, indem wir also Vertretungen des ZDK und anderer Laienverbände und Gruppierungen mit einbeziehen bei der Erstellung dieses Wortes. Also das Anliegen ist insgesamt, Ehe und Familie zu stärken und voranzubringen. Als Grundlage, als Keimzelle für die Gesellschaft und eben gerade auch mit Blick auf die Sakramentalität der Ehe den Wert und die Bedeutung von Ehe und Familie neu herauszustreichen. Jetzt habe ich einen guten Übergang, denn unser Erzbischof hat gesagt, er will Zeuge sein. Wenn man Zeuge sein will für die frohe Botschaft, dann guckt man sich diesen Zeugen genauer an, schaut sich auch an, wie er groß geworden ist, wie die Familie. Den aktuellen Tisch verlassen wir. Sie dürfen in dem roten Tisch, im roten Sofa Platz nehmen, Herr Erzbischof. Roten Tisch ist gut. Weil Sinn und Zweck der Übung ist jetzt, dass wir ein bisschen auf Ihre Vita zurückschauen. Wir wollen den Zeugen kennenlernen, der die frohe Botschaft zu seinem Programm gemacht hat. Wenn man nach Glaubensspuren sucht, Sie haben es gerade auch gesagt, die Keimzelle der Familie ist immer sehr wichtig. Wie war das denn bei Wölkis zu Hause früher? Naja, eigentlich ganz normal, wie das zumindest früher in jeder katholischen Familie gewesen ist. Meine Eltern waren gläubige Menschen. Die Großeltern wohnten mit daheim in einem kleinen Einfamilienhaus. Wir haben ganz normal gebetet, natürlich jeden Tag, am Morgen, bevor die Eltern zur Arbeit gingen, beziehungsweise nachher, bevor wir zur Schule gingen, bei Tisch, morgens, mittags und abends auch alles, also im Grunde genommen eigentlich nichts Außergewöhnliches, vielleicht heute schon eher außergewöhnlich, wenn man das so sagt, aber damals waren das einfach alles so ganz normale
Dinge. Wir gingen am Sonntag zur Heiligen Messe und ich weiß nicht, im Mai zur Maiandacht und im Oktober zur Rosenkranzandacht. Also zumindest aus meiner Perspektive und für die damaligen Verhältnisse nichts Außerordentliches, also keine geistliche Gemeinschaft, keine geistliche Bewegung, sondern man würde sagen, einfach ganz normal katholisch. Normal katholisch ist, gibt es ja auch noch. Ich frage aber mal nach, wenn man so ein bisschen schaut, Vater, Mutter, wer war mehr so ein bisschen, für welche Seite des Glaubens zuständig? Für die emotionale, für die verstandesmäßige Vermittlung? Wie haben Sie es so aufgesogen? Na, ich erinnere mich so daran, wenn wir irgendwie zu Bett gegangen sind, dass wir dann natürlich gebetet haben, dass wir dann manchmal auch ein Lied, ein Marienlied oder so etwas gesungen haben. Ich meine, dass wir das eher mit der Mutter getan haben und nachher die verstandesmäßige Vermittlung, die ist dann, glaube ich, eher nachher in der Schule erfolgt. Ich erinnere mich eigentlich, dass ich recht früh das Bestreben hatte, so zu sein, so zu werden, wie ich meinen damaligen Kaplan erlebt habe. Und ich erinnere mich auch, ich sage das jetzt mal so mit so einer Kinderfrage, vielleicht ein bisschen in Verlegenheit gebracht habe, dass ich ihn mal versucht habe herauszulocken. Oder ich habe das alles mit der Dreifaltigkeit und mit dem und jenem nicht so richtig verstanden. Das waren Fragen, die mich eigentlich relativ früh bewegt haben, die ich dann versucht habe, bei ihm anzusprechen. Und wir hatten dann eine relativ intensive Ministrantenarbeit damals auch. Zweimal in der Woche hatten wir Ministrantenstunde, einmal beim Kaplan und einmal bei einem älteren Ministranten. Wir haben erst ein ganzes Jahr Unterricht gehabt, bevor wir das erste Mal die Christenlehre am Sonntagmittag ministrieren durften. Also nur Talaroschett an, zum Altar, Kniebeuge und in die erste Bank setzen und dann nachher wieder zurück. Und ich meine, dass es über ein Jahr gedauert hat, bis man dann mal am Sonntagnachmittag eine Taufe ministrieren durfte. An die Heilige Messe war gar nicht zu denken. Und das war, ich meine mich zu erinnern, ich würde jetzt nicht die Hand auf die Bibel legen, aber vielleicht so nach zwei Jahren, ein Dreivierteljahren, zwei Jahren, eine Messe am Werktag. Irgendwann mal am Werktag, am Sonntag war gar nicht dran zu denken. Also und da wurde richtig dann, auch inhaltlich musste man natürlich wissen, also der Zerephorar, wir hatten das alles so ein bisschen eingeteilt, wie das früher so war, weiß um die Bedeutung der Taufe, erkennt die Bedeutung des Taufkleides, der Taufkerze, des Salz, was denn damals auch noch in dem Ritus eine Rolle spielte. Also es wurde versucht, katechetisch auch einen Inhalt zu vermitteln darüber und darüber dann eben die intellektuelle Befassung auch mit dem Glauben zu befördern. Also wir halten mal fest, ganz normales Elternhaus, dann wie damals üblich eine entsprechende Lehre als Ministrant, gute Voraussetzung. Wann kam denn bei Ihnen irgendwie so dieser Wunsch, dass da doch der Wunsch nach mehr, gab es eine Berufungsgeschichte, wo Sie sagen, ab dem Zeitpunkt war es für mich klar, gab es ein Vorbild im Glauben, wo Sie gesagt haben, der war es eigentlich, der mich auf den Weg gebracht hat? Naja, ich habe eben ja schon gesagt, dass ich eigentlich recht früh so werden wollte, wie mein Kaplan war, den wir damals hatten. Und dass ich mit dieser Frage, also es war klar, dass ich nach der ersten Heiligen Kommunion im dritten Schuljahr natürlich Ministrant wurde. Und dann war klar, dass ich nach dem fünften Volksschuljahr dann zum Gymnasium gehen sollte. Meine Eltern wollten, dass ich in Mülheim das mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium besuchte. Und ich habe mich dann gegen meine Eltern durchgesetzt und bin zum Hölderlin-Gymnasium gegangen, einem staatlich-humanistisches Gymnasium hieß das damals noch, weil man dort Latein und Griechisch
lernen konnte und ich wusste, wenn du Priester werden willst, dann musst du Latein und Griechisch können. Also das war zumindest mit Blick auf das Latein dann schon mal ein erster ausschlaggebender Punkt. Und auch ganz bewusst für mich, weil du das später mal werden willst. Gut, das ist dann auch mal wieder verschwunden. Der nächste Schritt war dann eigentlich in der Obertertia, also was ist das denn heute, die 8., die 9. Klasse oder sowas, oder 8. Klasse. Da war die Wahl zwischen Französisch und Griechisch und ich habe dann wiederum gegen meine Eltern, die natürlich für Französisch plädierten in der modernen Welt, mich für Griechisch entschieden, weil ich wusste, wenn du Theologie studieren willst und Priester zu werden, dann musst du Griechisch können, ohne zu ahnen, dass man das viel einfacher und viel schneller und komplikationsloser an der Universität nachholen kann, denn ich musste immerhin noch eine 5-stündige Abiturarbeit über Platon und eine Platon-Übersetzung und so weiter machen. Der liebe Gott tut nichts als fügen. Er hat da das Fundament. Aber ich habe alles vergessen. Der liebe Gott hat das Fundament gut angelegt, wie wir merken. Aber da kommt ja auch ein bisschen so durch, nach dem Motto zweimal so gegen die Eltern, nach dem Motto, da weiß einer, wo er hin will. Was haben Ihre Eltern denn dazu gesagt, als Sie gesagt haben, nee, ich möchte lieber dahin? Naja, also ich habe es ja denn gemacht. Also das heißt, Sie haben es zumindest toleriert. Sie haben es akzeptiert, mitgetragen. Ich erinnere mich eigentlich dann noch mal an ein Gespräch mit meinem Vater, weil der dann kam irgendwann mal, ich weiß gar nicht, da war ich so, keine Ahnung, 15, 16 oder so, da hatte ich mal so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, ja, was würdest du denn jetzt sagen, wenn ich nicht mit zur Kirche gehe? Ja gut, dann bleibst du eben zu Hause und dann musst du halt eben selber sehen und ich gehe aus den und den Gründen. Und dann kam aber irgendwann auch mal, dass er mich dann frug, was ich dann irgendwie mal vorhabe zu machen. Und dann habe ich ihm das nach dem Überwinden einiger Bedenken dann auch mal gesagt. Und dann hat er mir eigentlich abgeraten und hat gemeint, das sei doch eigentlich ein schwerer Weg und das sollte ich mir doch alles gut überlegen und hat eigentlich da sehr gegen gesprochen. Und also jedenfalls hat er da sehr gegen gesprochen und aber dann ist es halt so normal weitergegangen mit Schule und dann hatte ich auch in der Tat andere Vorstellungen, auch beruflich andere Vorstellungen und bin dann eigentlich erst in der Zeit, als ich als Wehrpflichtiger in Munster war, doch auch nochmal darauf gestoßen worden, weil dort in Munster ein ziemlicher Drill militärisch herrschte und weil dort in Munster ich auch mit einer ganzen Reihe von Suiziden oder zumindest Suizidversuchen konfrontiert wurde und auch mit Verhaltensweisen von Kameraden, die eigentlich von einer ungeheuren Orientierungslosigkeit zeugten. Und das war eigentlich dann so eine Phase, eine Zeit, wo ich dann kam und mir gesagt habe, Mensch, du wolltest doch eigentlich mal was ganz anderes machen, als wie jetzt so dein Leben verläuft. Und wenn du dir hier die Leute so anschaust, das kann doch nicht alles sein, was deren Leben ausmacht. Und dann bin ich da eigentlich nochmal in so eine ziemliche Krise hineingekommen, was natürlich anstrengend und eigentlich auch gar nicht so richtig spannend ist. Aber im Letzten gibt es natürlich keinen Fortschritt ohne solche Krisen. Also auch vom Griechischen her ist das ja eigentlich Krise, Krinein, also in eine Entscheidungssituation hineingestellt sein und die mich dann, nachdem ich dann erst nochmal begonnen hatte für Sekundarstufe 2 zu studieren, mich dann doch hat entscheiden lassen, diesen Weg, der sich eigentlich recht früh abzeichnete, der aber mit vielen Höhen und Tiefen und Umwegen und Holzwegen oder ich weiß nicht was für Wegen alles, dann doch dahin endete oder hingeführt hat.
der liebe Gott fügt schon und schreibt doch gerade auf den krummen Zeilen, wenn wir das hören. Schön, wie Sie das so bereitwillig auch erzählen, im Bereich Ihres Theologiestudiums. Was waren denn die Theologen, die Sie dann so geprägt haben? Und wenn es geht, bitte so einfach, dass ich es auch verstehe. Ach, geprägt, würde ich sagen, hat mich sicherlich jetzt eher so vom Lesen her, was Kardinal Ratzinger geschrieben hat. Ich habe immer ganz gerne was von Balthasar gelesen. In Freiburg im Freisemester habe ich dann bei dem späteren Kardinal Lehmann noch die Vorlesung gehört. In Bonn war der Professor Botter weg, als Alttestamentler, glaube ich, in der damaligen Zeit anerkannte Koryphäe, und er sprach davon, den anderen guten Alttestamentler gibt es in Freiburg. Das war Professor Deißler, bei dem ich dann auch noch gehört habe. Ja, und ich bin dann irgendwie nachher so ein Stück bei der Dogmatik hängen geblieben, weil ich fand, dass sich in dieser Fachdisziplin viele andere Disziplinen auch wiederfinden oder dass man sie mit bedenken muss. Also man kann eigentlich keine Dogmatik, also keine Durchdringung, keine intellektuelle Durchdringung des Glaubens führen oder leisten, ohne zum Beispiel eben auch die Heilige Schrift irgendwie zu kennen, ohne den Schriftbefund wahrzunehmen und so weiter. Also insofern war das eigentlich so eine Fachrichtung oder ein Fach, wo man auch aus anderen Fächern, Fachbereichen etwas wissen musste, natürlich auch dogmengeschichtlich und so weiter. Also es war irgendwie dann so eine Plattform, wo auch mehrere, ja, aus verschiedenen Fachbereichen auch Wissen einfließen musste. Das hat mich irgendwie immer fasziniert, als wenn man jetzt nur... Und Sie haben es auch gerne gemacht. Ich habe es relativ gerne gemacht. Ich bin, weiß ich nicht, ob ich ein guter Student war. Ich habe mein Studium, ja, ich war jetzt nicht bei den Schlechtesten, ich war auch nicht bei den Besten. Ich war auch ein bisschen über dem Durchschnitt. Aber es hat mich eigentlich immer angestrengt. Auch Schule hat mich eigentlich immer angestrengt. Und ich bin eigentlich auch nie so richtig gerne zur Schule gegangen, weil... Sie merken, das macht Sie sympathisch. Aber die Anstrengungen haben sich ja offensichtlich gelohnt, weil irgendwann war ja dann der große Tag hier im Kölner Dom und Sie wurden geweiht. Ja, aber der eigentlich große Tag oder der für mich wichtigere Tag war eigentlich in Düsseldorf, in der für Kölner sogenannten verbotenen Stadt, aber umgekehrt ist ja Köln für die Düsseldorfer auch die verbotene Stadt, also insofern tun wir uns nichts. Ich bin immer gerne in Düsseldorf gewesen, denn gleich nach dem Studium habe ich dort zunächst ein Pastoralpraktikum gemacht und bin dann dort auch im Diakonat gewesen und habe eben in Düsseldorf auch meine Diakonenweihe durch Weihbischof Hubert Luthe empfangen, in St. Peter damals, in einer der größten Kirchen Düsseldorfs. Und das war für mich eigentlich der entscheidende, der wichtige Tag. Das war eigentlich für mich die wichtigste Weihe und die schönste Weihe, viel wichtiger als die Priester- und als die Bischofsweihe. Die, also man kann das schlecht jetzt gegeneinander ausspielen, aber wenn man jetzt vielleicht als Außenstehender meint, mein Gott, dass er denn zum Bischof geweiht wurde, das muss doch jetzt was ganz Besonderes gewesen sein. Nein, das Besondere war die Diakonenweihe, weil ich dann wusste, wo ich hingehöre. Und weil ich diesen Gottesdienst und diese Diakonenweihe dann auch erlebt habe, sozusagen als Zuspruch oder als Sendung, die mir Gott dann irgendwie geschenkt hat. Ich hatte vorher in den Exerzitien, die man natürlich vor den Weihen dann immer macht, ich weiß gar nicht, so ganz große geistliche Ergüsse waren da gar nicht. Ich habe die Vorträge
gehört, ich habe versucht zu beten, ich habe über das, was da nochmal an Fragestellungen auch aufgeworfen wurde, ernsthaft im Herzen und intellektuell und geistig zu bedenken versucht. Aber im Wesentlichen hat sich mein Beten und Ringen darauf beschränkt, dass ich gesagt habe, lieber Gott, wenn du nicht willst, dass ich Priester werde, dann musst du jetzt hier irgendwie noch aktiv werden und mir irgendwie zeigen, dass du das nicht willst. Ich will nur dann gehen, wenn du das auch willst. Und ich will vor allen Dingen eines nicht, dass ich irgendwie zu einer Belastung für deinen Verein, für die Kirche werde oder so etwas. Und deshalb musst du irgendwie noch gucken. Gut, also ich habe, vielleicht bin ich blind gewesen, aber ich bin bis jetzt so einigermaßen ja durchs Leben gekommen. Ich habe nicht alles richtig gemacht und es war auch nicht alles gut, was ich gemacht habe. Das ist halt wie bei jedem so. Aber irgendwie bin ich ja zumindest bis hierhin gekommen. Und ich hoffe, dass der liebe Gott auch noch die Hand weiter drüber hält. Und wir hoffen mal, dass der liebe Gott ihn nicht irgendwas anderes so deutlich macht. Alter schützt vor Torheit nicht. Nein, das ist sehr schön, wie Sie uns das so erzählen, weil man kann es so schön nachempfinden und es macht Sie ja sehr menschlich, sehr liebenswert, auch dieses Verhältnis, was zum Gott dann sozusagen sich da ausdrückt. Wenn Sie dann sagen, nach der Diakonweihe, nach der Priesterweihe ging es dann an die Realität, war das so, wie Sie sich das vorgestellt hatten als junger Kaplan? Eigentlich schon. Ich bin dann nach Neuss gekommen, nach St. Marien. Das war sicherlich und ist sicherlich bis heute noch Neuss. Das ist ja jetzt auch in so größere Pastoraleinheiten aufgegangen. Also St. Marien gehört jetzt auch nach Quirin, ähnlich wie auch mit Drei Könige. Das waren damals natürlich noch alles altehrwürdige, selbstständige Pfarrgemeinden. Die in Marien haben natürlich damals ähnlich viel auf sich gehalten, wie das die in Quirin und in Drei Könige taten. Und die standen auch so ein bisschen in Konkurrenz zueinander. Also ich bin da gerne gewesen. Wir haben, wie das so war, halt, ich habe vor allen Dingen Jugendarbeit dort machen können, war für die Kindertagesstätten zuständig. Es gab da 4 Stück in Marien damals. Und habe ja, das normale Programm, was eben so ein Kaplan zu tun hat, von Taufen über Beerdigungen. Ich hatte meine Hauskranken und wie gesagt vor allen Dingen die Jugendlichen und habe versucht, dort die Dinge so zu machen, also jetzt natürlich auf 1985 angepasst und nicht auf 1960 stehend, wie das, als ich selber Kind war, dann gewesen ist und habe einfach versucht, mit Jugendlichen zu leben, zu arbeiten. Wir haben, glaube ich, eine sehr lebendige Jugendarbeit dort gehabt. Wir haben auch versucht, sie inhaltlich zu erden, sie geistlich zu verorten. Ich erinnere mich gleich, dass wir relativ früh mal so ein Jugendwochenende gemacht haben und ich sagte, was unterscheidet uns hier eigentlich von irgendwelchen anderen Jugendorganisationen? Was macht uns hier eigentlich als katholische Jugend an St. Marien aus? Also das waren Fragen, die mich von Beginn an bewegt habe und die ich auch Jugendlichen damals so nicht erspart habe. Ganz nett vielleicht, einige Jugendliche kamen und sagten, ach, wissen Sie, Herr Kaplan, Sie haben hier eigentlich gar nichts zu tun. Hier bei uns in Marien ist alles in Ordnung, ist alles bestens. Das Entscheidende, was Sie zu tun haben, das ist eigentlich, dass Sie mit den älteren Jugendlichen zu Ostern eine Fahrt machen müssen. Und wir sind die letzten Jahre immer nach Rom gefahren und so weiter und das müssen wir jetzt auch weitermachen. Naja, gut. Also ich habe das dann auch gemacht und wir sind dann los und ich hatte dann versucht, im Vorfeld schon versucht, also zu sagen, Leute, wir müssen jetzt gucken, also ich spucke jetzt auch nicht in ein Glas Wein rein, aber wir müssen auch gucken, dass wir inhaltlich was mitbekommen. Also wo sind die Orte, die wir aufsuchen wollen, wo wollen wir ein bisschen auch Kultur historisch, kunsthistorisch, kulturgeschichtlich, religiös präsent sein.
Und habe dann versucht, auch die Romfahrt dann, weil wir mit dem Bus unterwegs waren, mit Assisi, also mit noch einem anderen geistlichen Schwerpunkt zu verbinden. Und die Jugendlichen, wie fanden die das? Na, die haben natürlich gesagt, lass den doof erstmal reden. Und wir machen, was wir dann wollen und wie das vielleicht auch vorher schon mal so eher gewesen ist. Da ist also eine ganze Truppe dann mit dem Zug erstmal auch dann unterwegs gewesen, hatten dann gleich ein Fässchen Bier dann noch mit dabei, das in Freiburg dann schon zu Ende war. Da war also die große Not, dass man also nochmal Neues dann auftauchte, also auftun konnte. Dann war das in Rom ein ziemlicher Kampf, der dann aber irgendwie noch so einigermaßen dann über die Bühne ging. Schwierig wurde es dann also in Assisi. Und das, als wir dann dort ausstiegen mit dem Bus, da angekommen, da war dann gleich, hier gibt es ja noch nicht mal eine Disco oder so etwas. Das war dann also doch sehr schwierig. Und am anderen Morgen hatten wir eigentlich dann eine Messe am Grab des heiligen Franziskus und der berühmt-berüchtigte Pater Ruf, den vielleicht einige Ältere unter Ihnen noch kennen und der ja auch einige Bücher über San Francesco dann geschrieben hat und über die Fresken dort und so weiter, der sollte uns dort eigentlich führen. Morgens bei der Messe fehlte die Hälfte der Jugendlichen. Und wir haben das dann natürlich durchgezogen und ich war total sauer und ziemlich wütend. Und als dann der Ruf uns entlassen hatte, kamen wir raus, da lagen die anderen irgendwie auf den Stufen in der Sonne und dann bedrängten die mich gleich, dass es weitergehen sollte nach Florenz. Da könnte man ja noch so ein bisschen was machen und Florenz halt. Und ich wollte noch unbedingt aber nach San Damiano, als dem eigentlichen Herzstück dort auch. Und dann kam der Busfahrer noch und der betrachtete, was wollen Sie denn? Und die wollen, da machen Sie doch und lassen Sie sich drauf ein. Und ich bin dann eigentlich hart geblieben und bin in meiner Wut und Enttäuschung nach Santa Clara hinein und habe mich vor das Kreuz des Franziskus gesetzt und habe dem Heiland erstmal die Meinung gegeigt und ihm meine ganze Enttäuschung und meinen ganzen Frust und alles, was dazugehörte, an den Kopf geknallt und bin dann aber in dieser Verärgerung und in dieser Wut, und die war natürlich auch total unmotiviert, herunter nach San Damiano und habe dann da was versucht zu sagen, was mir aber natürlich gar nicht richtig gelungen ist. Und das hat aber dort ein Franziskaner mitbekommen. Und der kam dann und sagte, oh, Sie sind jetzt hier, ich komme aus Deutschland und so weiter. Und hat das aufgefangen und hat dann in einer sehr, sehr guten und tiefen geistlichen Weise es geschafft, die Jugendlichen anzusprechen, einzuholen. Und dann ist das doch nochmal ein sehr versöhnlicher und auch sehr geistlicher Abschluss gewesen. Wir sind dann auch noch kurz in Florenz gewesen. Und dann habe ich aber im darauffolgenden Jahr gesagt, jetzt fahren wir mal nicht nach Rom, sondern wir fahren nach Flüeli. Und dann sind wir nach Flüeli gefahren. Dann haben die natürlich auch gesagt, Bruder Klaus. Bruder Klaus. Und dort oben ist ein Kloster der Dominikanerin etwas abgelegen. Und da haben wir Exerzitien gemacht. Mit auch einem, ja, wie nennt man das denn jetzt, einem Wüstentag. Schweigen. Und auch ein bisschen weniger essen und jeder alleine. Und das war, also nachdem die natürlich gesagt haben, der ist total bekloppt und wie kann man zu dem hinfahren und überhaupt Bruder Klaus und was der alles so gemacht hat, das geht doch gar nicht. Das waren jedenfalls Tage, die unsere Jugendarbeit nachher bestimmt über ein Jahr lang geprägt haben. Und ich bin seitdem zutiefst davon überzeugt, dass dort, wo es gelingt, geistliche Tiefenbohrungen zu machen, dass dort Jugendliche und Gemeinden anders leben können. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir von dem, was uns oft so an der Oberfläche bewegt, hineinkommen in Tiefenbohrungen und wir die Brunnen entdecken, die Quellen entdecken, von denen wir leben.
Schön, dass Sie mit uns diese Tiefenbohrungen vornehmen, dann können wir das am besten nachempfinden. Ich habe auch noch keinen Erzbischof gesehen, der bereitwillig auf der Bühne gesagt hat, dass er dem lieben Gott mal die Meinung gegeigt hat. Jetzt habe ich aber einen Übergang. Wir müssen auch ein bisschen mit Blick auf die Sendezeit, jetzt habe ich einen Übergang zu den Lehr- und Herrjahren bei Kardinal Meißner. Wie war es eigentlich, als Sie, der muss ja auf Sie aufmerksam geworden sein und muss Sie irgendwo, oder ist man hat, ist im Bistum auf Sie aufmerksam geworden, hat gesagt, den musst du holen, den brauchen wir. Nein, so war das nicht. Ich war damals, also als Kardinal Meißner gekommen ist, hatte man seitens des Bistums einen Mitbruder ausgeguckt und der als Sekretär fungieren sollte. Und da hat man, also aber das ist jetzt nur so fürs erste Jahr so gewesen. Und dann hatte der Mitbruder doch auch gemeint, dass er ganz gerne nochmal eine andere Aufgabe wahrnehmen würde. Und ich war in der Zeit kurz Militärpfarrer gewesen und die Jahreskonferenz der Militärpfarrer damals hatte in Köln stattgefunden und die tingelt immer jedes Jahr in einer anderen Diözese, findet die dann statt und die war damals in Köln, also damit in meiner Heimatdiözese. Und da findet, wie das bei all diesen Konferenzen ist, ob das die Offiziale, die Militärpfarrer, die, ich weiß nicht wer, sind, also Diakone, die ihre Jahreskonferenzen dann in einer Diözese haben, da findet immer eine Begegnung mit dem jeweiligen Ortsbischof statt. Und so denn damals eben auch mit Kardinal Meißner. Und ich habe damals gar nicht viel gesagt und gar nichts groß gesagt. Jedenfalls bin ich dann nachher aus der Militärseelsorge weg und war im Februar angefangen in Ratingen und wurde im Mai schon von ihm einbestellt. Und zwar am 19. Mai. Und das hatte ich vorher noch das Dankamt für die Erstkommunion und sollte dann nachmittags zu ihm hinkommen. Und, wussten Sie schon, was Sie erwarten würden? Nee, gar nicht. Und dann sagte er nur so, um 3 Uhr fing das an, da kam er und sagte so, wie geht's Ihnen, denn Sie sind jetzt gerade nach Ratingen gekommen, fühlen sich dann wohl, ja, so und so, naja, prima. Aber ich habe schon wieder eine neue Aufgabe für Sie. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie mein Sekretär werden sollen, können. Ja, ich war ein bisschen geplättet. Und so, ja, Sie kennen mich doch gar nicht. Naja, aber ich habe Sie da gesehen und ich glaube, das wird ganz gut gehen. Ja, ich dachte, was habe ich denn zu tun? Ich weiß überhaupt nicht. Naja, das werden Sie dann sehen. Also ich würde sagen, Sie fangen einfach jetzt mal am 1.9. an. Und dann stand ich wieder auf der Straße um 3:15. Viertelstunde. Viertelstunde. Klare Worte. Und war um 3:15 auf der Straße und habe dann noch im Sommer meinen Fahrexamenskurs gemacht. Und deshalb war das, glaube ich, ich meine der 1.9. oder so, der Beginn dann bei ihm. Ja, und dann war ich dort 6,5 Jahre. Sind das auch Jahre, wenn man so im Nachhinein zurückschaut, dann wird ja vieles deutlich. Sie haben eben erzählt von Ihrem Griechisch, vom Latein, von den Begegnungen mit den Jugendlichen. Wenn man jetzt sagt, der Erzbischof von Köln muss sozusagen eine gewisse Reihenfolge, eigentlich war das doch sehr sinnvoll, dass Sie auch dann nochmal aus der Leitungsperspektive dann auch diese Jahre im erzbischöflichen Haus verbringen konnten. Naja, also ich habe sicherlich viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe die Diözese kennengelernt und zwar das gesamte Diözese natürlich, klar, weil das eben beim Bischof ja aufschlägt. Ich habe kennengelernt viele Notsituationen, weil in der Regel ja dort, wo es Schwierigkeiten gibt, dann dort eben die Dinge ankommen. Das, was gut läuft, da braucht man eigentlich weder das Generalvikariat noch den Bischof dann dafür. Also jedenfalls habe ich die Diözese kennenlernen können darüber. Ich habe lernen können, wie unser Generalvikariat funktioniert. Ich habe ein Stück Weltkirche kennengelernt, weil ja unser Bistum, ich kann es jetzt nur aus der damaligen Perspektive und Erinnerung heraus sagen, damals, wie das heute ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, in Projekte in 99 Ländern der Erde
förderte und habe dann natürlich auch durch die Reisen, die der Kardinal als Erzbischof tun musste, ein Stück Weltkirche kennengelernt, also sowohl in Rom, aber eben auch in Japan, wo wir unser Partnerbistum haben, oder in Brasilien, wo das Erzbistum die gesamte Priesterausbildung seit vielen, vielen Jahrzehnten zahlt, oder in Indien, wo das Bistum mit die meisten Projekte, glaube ich, nach Brasilien dann hat. Also, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, kann man das so sagen? Ja, es war eine harte Zeit, eine anstrengende Zeit. Es ging morgens früh los und endete in der Regel spät am Abend. Es war sehr viel auch Schreibtischarbeit natürlich. Also war auch viel eben zu schreiben. Und im Grunde genommen alles das, was man heute so, wie sagt man da, also persönlicher Referent oder Assistenz der Geschäftsführung. Oder wie auch immer. Also so etwas. Aber es gibt doch schöne Termine, wenn man den Kardinal begleiten darf. Jedenfalls, wenn man FC Köln-Fan ist. Ich erinnere mich an einen Besuch, da war ich noch Zivildienstleistender, glaube ich. Ich glaube, Bremen war angesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Das kann sein. Ich glaube, wir sind mal hier in Müngersdorf im Stadion gewesen, sicherlich. Also das Schlimmste, woran ich mich erinnere, war, dass wir nach Leverkusen mussten. Jetzt gibt es wieder böse Briefe, glaube ich. Müssen nein, vorsichtig sein. Nein. Das ist sehr schlecht für Köln ausgegangen. Also wir sind nach Leverkusen, das hat damals Erich Läufer, der ja eingefleischter Leverkusen-Fan ist, vermittelt und der zu Recht aufmerksam gemacht hat, dass es ja im Bistum neben dem FC auch eben Bayer Leverkusen oder auch Fortuna Düsseldorf gibt und bestimmt noch viele andere, Fortuna Köln und viele, viele andere Vereine auch. Aber jedenfalls, er hat eben gesagt, das ist denn da auch. Und das war, glaube ich, ein Pokalspiel. Das war die Zeit, als Udo Lattek als Manager hier war und Herr Arzinger-Bolten als Präsident. Und Köln ist furchtbar abgebügelt worden und hat verloren. Und Udo Lattek lief mit einem hochroten Kopf in die Kabine und Arzinger-Bolten war auch ziemlich geplättet. Und der Kardinal sagte dann also zu Frau Arzinger-Bolten, aber Frau Arzinger-Bolten, warum ist denn jetzt Ihr Mann so aufgeregt? Es ist doch nur ein Spiel. Naja, kommt immer auf die Perspektive an. Für mich war das nicht nur ein Spiel. Wir müssen das mit Blick auf die Sendezeit, Ihre Leitung im Albertinum, die Sie dann übernommen haben, und auch Ihre Jahre als Weihbischof, fassen wir jetzt mal in dieser Klammer zusammen. Die haben ja auch viele vielleicht schon mitbekommen. Ein bisschen würde uns, glaube ich, hier noch interessieren, Ihre Lehr- und Herrenjahre in Berlin. Die letzte Moderation, die wir hier im Domforum gemeinsam gemacht haben, da war nach der Verabschiedung hier, da haben viele gesagt, ja, jetzt ist der Kölsche Jung auf und davon und ist in Berlin und den sehen wir nie wieder. Der liebe Gott tut nichts als fügen, Sie sind zurückgekommen. Wofür waren die Jahre in Berlin denn so jetzt aus dem Rückblick für Sie, aus Ihrer Perspektive gut? Naja, sie waren zunächst mal gut, dass ich in dieser Diözese letzte Verantwortung zu tragen hatte. Also ich weiß jetzt, wie das ist, wenn man letzte Verantwortung trägt. Ich habe dort alles natürlich zu tun gehabt, was jetzt hier auch zu tun ist. Also wir mussten schauen, wie wir das mit unseren Mitbrüdern, mit den pastoralen Mitarbeitern machen. Wir mussten gucken, wie wir Seelsorge strukturieren können, beziehungsweise strukturieren ist eigentlich schon ein relativ schlechtes Wort. Ich habe eben davon gesprochen, es muss uns gelingen, Tiefenbohrungen zu machen. Also es wird ja jetzt hier sicherlich auch in Köln eines der wichtigsten Fragen sein, was wollen wir eigentlich hier? Wo wollen wir eigentlich mit unserem Bistum hin? Wo wollen wir eigentlich mit unseren Pfarreien hin? Wozu gibt es eigentlich Kirche? Wozu gibt es eigentlich so ein Bistum? Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Das dann zu versuchen, in einer so säkularen Stadt wie Berlin zu buchstabieren, das ist eine ziemliche Herausforderung gewesen. Berlin, die Stadt selber, hat 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das Bistum selber
geht bis an die Ostsee hinauf. Es ist das zweitgrößte Flächenbistum nach Hamburg gewesen. Und es hat in Teilen Brandenburgs und Vorpommerns teilweise nur 2-3% Katholiken. Aufs Gesamt gesehen sind es 7%. 9%. 9% Katholiken, 19% evangelische Christen. Und dann kommen nicht zuletzt eben auch durch die Flüchtlingsströme gegenwärtig in Berlin sehr viele orientalische und orthodoxe Christen dazu, sodass man sagen kann, circa ein Drittel der Berliner Bevölkerung ist christlich geprägt. Aber ungefähr 60% sind ungetauft und ohne Konfession. Greifswald zum Beispiel sind 85% nicht getauft. 85-90% sind nicht getauft. 7% in Berlin sind muslimischen Glaubens, und es ist eine ungeheure Multireligiosität und multikulturelle Situation. Und sich da zu bewegen und da zu schauen, dass man mit dem eigenen Glauben vorkommt und dass der eigene Glauben auch gesellschaftsrelevant sein kann. Das war die Herausforderung, von der ich aber glaube, dass wir sie gelöst haben, ganz gut gelöst haben. Jedenfalls sage ich jetzt mal total unbescheiden, dass es uns, nicht mir, sondern uns in Berlin, in den vergangenen 3 Jahren gelungen ist, politisch sehr wahrnehmbar vom Bundespräsidenten über Kanzleramt bis hinunter zum Senat, in Berlin, aber auch in Potsdam und in Schwerin präsent zu sein, und dass wir als Kirche insbesondere auch über die sozialen Fragen, die dort in Berlin sehr virulent sind und von einer großen Heterogenität sind, dass wir dort politisch als Kirche sehr viel geleistet haben, zum Beispiel in der Flüchtlingsproblematik, wo es ohne den Beitrag der Kirche politisch schwer geworden wäre, den sozialen Frieden in der Weise zu halten, wie er dann gehalten werden konnte, trotz aller Schwierigkeiten. Wir haben da zum Beispiel als Kirche, ist es uns gelungen, einen runden Tisch zu etablieren, und als Kirche ist es uns gelungen, dort verschiedene politisch Verantwortliche an diesen Tisch zu holen und unter unserer Vermittlung und durch unser Zutun ist es gelungen, dann Lösungen für die Camps, Flüchtlingscamps am Brandenburger Tor, am Oranienburger Platz und so weiter zu finden. Das war ein ganz wichtiger Beitrag, der auch so sowohl politisch als auch von den Medien her entsprechend gewürdigt worden. Sie sagen immer wir, uns ist es gelungen. Ich darf das vielleicht dann erzählen, ich hatte das Glück, bei der Verabschiedung dabei zu sein. Da hatte ich schon den Eindruck, dass die vielen Berliner, die gekommen waren in die Hedwigskathedrale und die nachher auch dort bei dem Fest dabei waren, schon ein wenig betrübt und wenn nicht sogar sauer waren. Der Dompropst hat das ja auch, oder der Generalvikar hat es zum Ausdruck gebracht, gesagt, die guten Leute holt er alle immer wieder nach Köln. So geht das nicht, den würden wir gerne hier behalten. Selbst der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, der ja nun auch nicht unbedingt dafür steht, dass er der Obermessdiener in der katholischen Kirche ist, hat sehr deutlich und auch persönlich Ihnen für Ihr Engagement in vielen Dingen gedankt. Das ist Ihnen auch nicht so leicht gefallen, wie Sie in Interviews gesagt haben, dort Abschied zu nehmen. Trotzdem, das glaube ich mal, darf ich für die Kölner sagen, und das hat ja auch der, ich sag mal, warmherzige Empfang am vergangenen Wochenende gezeigt, die Kölner freuen sich riesig, dass Sie wieder hier sind. Haben Sie eigentlich mit einem solchen Empfang gerechnet? Nein, das hatte ich nicht gedacht, und vor allen Dingen nachher, dass so viele auch noch auf dem Roncalliplatz waren. Der Dom, der war ja auch in den Seitenschiffen wirklich gefüllt. Draußen waren auch noch 2.000 bis 3.000, die den Gottesdienst verfolgt haben. Das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich dann nachher nur gelesen, dass es auch noch so viele eben draußen waren. Ich habe das ja nur oben von der Bühne gesehen. Ich kann schlecht einschätzen, wie viele da auf diesen Platz gehen, oder weiß das nicht so genau. Also es war jedenfalls wahnsinnig, das hat mich total bewegt, und dafür danke ich Ihnen allen stellvertretend heute, Ihnen, die Sie hier sind, aber durch Sie
allen Kölnerinnen und Kölnern, und damit meine ich nicht nur diejenigen, die jetzt hier in der Stadt leben, sondern auf das Erzbistum bezogen, und schließt da eben dann auch die Düsseldorfer, Wuppertaler, Solinger aus Oberberg und Bergheim und Zülpich und Bonn und... Und den Rest der Kirchenprovinz mit ein. Wo Sie das gerade so aufzählen, fällt mir einfach nochmal diese Gabenbereitung ein. Das habe ich noch nie gesehen. So viele Gaben aus den verschiedenen Regionen. Wussten Sie das vorher? Nein, ich wusste das nicht. Ich hatte, na, das stimmt nicht ganz. Die haben gesagt, wir kommen und machen eine Gabenprozession und die Leute bringen dann irgendwas mit. Was es im Einzelnen war, das wusste ich nicht. Aber ich habe bis auf das Fässchen Kölsch, das die ja noch einlösen müssen. Ich habe das so ja locker hochstemmen können. Das ist nicht, weil ich in die Muckibude gehe. Da war nichts drin. Sondern weil nichts drin war. Also das holen Sie sich noch. Das muss ich mir auf jeden Fall noch holen und muss mir dann also überlegen, mit wem ich das dann teile. Also ich glaube, da gibt es viele Ideen. Weil alleine wäre es dann doch ein bisschen zu viel. Also jedenfalls der gute Rest, den ich da bekommen habe, der ist dann gleich am Montag oder Dienstag. Ich weiß nicht, weil ich Montag dann zur Bischofskonferenz gleich aufgebrochen bin. Das haben die dann bei mir im Büro gemacht, habe ich das nicht genau mitbekommen. Aber hier von der Schwester, die sich hier bei uns insbesondere um die Obdachlosenseelsorge kümmert, abgeholt worden. Und die Dinge sind alle hier an die Menschen, die auf der Straße leben, dann verteilt worden und da zum Einsatz gekommen. Alleine hätte ich viel zu lange davon gegessen. Und es waren noch eine ganze Reihe Tiere dabei, die sind auch an Kinder gegangen, die irgendwie bedürftig sind und die sich jetzt also von einem Eselchen über irgendwelche anderen Streicheltiere sicherlich jetzt dran freuen können. Also sehr schön, wie Sie das erzählen, dass Sie auch da wieder teilen. Jetzt bleibt aber die Frage, nachdem Sie jetzt in Fulda waren und immer hin und her waren, wir haben ja hier die Veranstaltung, hey Kölle, du bist ein Gefühl, hat sich das eigentlich schon ein bisschen eingestellt bei Ihnen, dieses Gefühl wieder daheim, würden die Bayern sagen, zu Hause hier in Köln zu sein? Oder werden Sie morgens wach und wissen noch gar nicht so richtig, wo Sie sind? Doch, das hat sich eingestellt, oder ich weiß gar nicht, ob ich es verloren habe. Ich glaube, also Berlin ist mir wirklich zu einer zweiten Heimat geworden. Und ich liebe diese Stadt. Ich habe die Menschen dort sehr, sehr gerne. Und ich habe das Land Brandenburg, also jetzt wirklich das, nicht nur, also das Land Brandenburg, sondern Brandenburg besteht vor allen Dingen aus Land und Vorpommern besteht vor allen Dingen aus Land, mal abgesehen jetzt von Stralsund, Greifswald oder jetzt eben Potsdam. Also die Weite des Landes, die riesigen Felder und diese ungeheuer wunderschönen Seen, dieses Wasser, die Havel und die mecklenburgischen Seenplatten und so weiter. Und rauf an die Ostsee. Ich habe das wirklich sehr, sehr gerne, diese Landschaft und die Menschen. Und das fällt mir, also da fehlt mir etwas. Aber umgekehrt, ich bin, glaube ich, obwohl mir das so zu einer zweiten Heimat geworden ist und so sehr mich auch diese Landschaft berührt, vielleicht weil doch da auch etwas in meinen Genen eingestiftet ist. Ich weiß das nicht, meine Eltern kommen ja eben aus dem Ermland, aus Ostpreußen, und diese Landschaft dort oben in Ostpreußen ist, glaube ich, so ähnlich gewesen. Jedenfalls das, was ich, wenn ich dort oben in Polen gewesen bin, habe ich das so erlebt, so ähnlich gewesen, wie ich das da jetzt erlebt habe. Ob mich das deshalb, sagen wir mal, über meine Gene angesprochen hat, weiß ich nicht. Aber um jetzt den Bogen zu kriegen, ich bin vielleicht, obwohl das so gewesen ist, zuvor nie so sehr Kölner gewesen, wie in diesen 3 Jahren auch, weil wenn dann diese langen Autofahrten waren und so weiter, dann habe ich mir doch schon das ein oder andere Mal von meinem iPhone dann über das Autoradio
das eine oder andere rheinische oder kölsche Lied mit den Lokalbands, ob Brinks oder Black Föß. Gibt es denn ein kölsches Lieblingslied, damit Sie demnächst immer, wenn Sie kommen... Nee, das verrate ich nicht. Sehr weise, nach dem Lieblingsessen hätte ich auch gar nicht gefragt, weil Sie das die nächsten 20 nicht. Jahre dann serviert bekommen. Ich esse alles. Ja, das ist sehr bekannt. Da habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht, auch in Berlin nicht. Ich habe gesagt, die Hertha kann immer gewinnen, soll immer gewinnen. Ich freue mich für alle Berliner. Nur 3 Spiele, die dürfen nicht gewonnen werden. Wenn Köln gegen Hertha in Köln spielt, nicht. Wenn sie in Berlin spielen, nicht. Und falls es so kommen sollte, dass irgendwo noch ein DFB-Pokalspiel ist, da geht das natürlich auch nicht. Aber ansonsten sollten sie immer gewinnen. Also der Blick auf die Tabelle zeigt, dass es dem FC zumindest nicht schlecht getan hat, dass der Kardinal hier jetzt aus Köln kommt und wieder da ist. Den Kölnern gefällt es bis hierhin, das darf ich als Immi sagen, das kriege ich ja überall gesteckt, auf jeden Fall, dass sie wieder da sind. Das zeigt nicht nur der warme Empfang, sondern auch viele Zuschriften, die wir in den letzten Tagen überall erhalten haben. Ein Beispiel dafür, beispielhaft: Wir haben Ihre kleine kölsche Anekdote, die Sie in der Hedwigskathedrale erzählt haben, wie der liebe Gott ganz zum Schluss die kölsche Mundart verteilt hat. Diesen eigentlich ja bekannten Witz, er ist bei uns im Internet, ich habe es mir aufgeschrieben, 2464 Mal geteilt worden. Das heißt, da sind Hunderttausende, die diese Sache sich angeschaut haben. Offensichtlich findet in Köln jetzt der neue Erzbischof einen richtigen Ton. Sie haben heute Abend hier uns sehr viele schöne Töne gefragt. Oben, als ich mich vorbereitete, haben die Kollegen gesagt, was willst du denn eigentlich fragen, was er in den letzten Tagen noch nicht erzählt hat. Da habe ich gesagt, das wird schwer, aber Sie haben so schön aus Ihrem Leben erzählt, Sie haben uns so viel teilhaben lassen, sodass wir eine schöne Tiefenbohrung mit Ihnen vornehmen konnten. Und ich sage mal an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön, dass Sie hier waren. Ich darf noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Das haben die Veranstalter gesagt. Da vorne stehen so nette Tütchen. In den Tütchen finden sich alle schönen Sachen, die man auf jeden Fall gebrauchen kann. Also ein Salzstreuer in Form eines Doms und auch ein Kölsch, wo man dann eventuell auch nachher mal mit Ihnen anstoßen kann irgendwann. Das Ganze wird gegen eine Spende abgegeben, die auch in das Projekt geht, Mamika, was Sie schon angerichtet haben bei Ihrem Einführungsgottesdienst. Es kommt Schwangeren und Frauen, Roma-Frauen entgegen. Also das wäre sicherlich eine schöne Sache. Eine zweite Sache, wer jetzt sagt, das möchte ich noch mal mir alles in Ruhe anschauen, was er da gesehen hat, oder ich möchte denjenigen, die nicht da waren, die Möglichkeit geben, da noch mal reinzuklicken und das reinzuschauen. Wir werden es in Kürze bei domradio.de online stellen, sodass Sie dann das auch Ganze noch mal in Ruhe machen können. Für heute Abend, lieber Herr Kardinal, sage ich mal herzliches Dankeschön, dass Sie hier waren. Ich darf Sie jetzt schon einladen. Kommen Sie mal wieder, ja, wenn Sie sich ein bisschen ja sozusagen, wenn das kölsche Gefühl sich komplett eingestellt hat. Denn Sie erzählen so schön, da würden wir uns auf eine Fortsetzung freuen. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Applaus